Hi, hi, mein Name ist Martin Schäfer und es gibt mal wieder was zum Thema Photoshop. Und zwar dieses Mal geht es darum, dass wir Schrift benutzen wollen, um irgendwas sozusagen durchzustanzen. Also auf Deutsch gesagt, eine Schrift als Schablone zu verwenden. Da gab es eine Frage im Forum zu dem Thema. Zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Form auf dem Bild hat, habe ich jetzt in dem Fall mal einen Kreis gemacht und ich möchte gerne eine Schrift, die ich innerhalb des Kreises liegen habe, wie man ja unschwer erkennen kann, verwenden als Schablone, um den Kreis, also die Form, die darunter liegt, durchzustanzen. Und das geht eigentlich relativ einfach mit einem Trick. Also wir faken die ganze Geschichte sozusagen. Und zwar, indem wir die Hintergrundebene, also das, was wir da im Hintergrund liegen haben, kopieren, nochmal ganz oben drüber liegen, also über diese Schrift sozusagen, und dann mit gedrückter Alt-Taste zwischen diese beiden Ebenen fahren und dann klicken, dann verwenden wir die Schrift als Schnittmaske oder Beschnittgruppe. Wir erstellen eine Beschnittgruppe, in diese Schnittmaske legen wir hinein das Bild, was wir ja aus dem Hintergrund einfach kopiert haben. Und dadurch sieht es jetzt so aus, als würde das Ganze durchstanzen. Das ist eine ganz schicke Geschichte, weil wir können jetzt zum Beispiel die Schrift und den Kreis gemeinsam auswählen. Wir können die sogar miteinander verlinken. Link Layers, weiß jetzt nicht genau auswendig, wie das in der deutschen Version heißt. Dann reicht es auch, wenn ich eine von den beiden Ebenen auswähle. Ich muss nicht jedes Mal beide auswählen. Und wenn ich jetzt mit dem Verschieben-Werkzeug, habe ich schon ausgewählt, mir hier den Kreis oder die Schrift schnappe und rumschiebe, dann sehe ich, dass das tatsächlich sozusagen durchstanzt. Ist natürlich gefaked, klar, ne? Weil wir haben ja eine Kopie der Ebene. Wenn ich jetzt hier die Hintergrundebene mal ausschalte, also dass man die nicht mehr sieht, dann sieht man, dass man hier drinnen trotzdem noch das Bild sieht. Das ist nämlich das, was von hier oben kommt, was einfach nur da reingestanzt wird. Ich kann auch den Kreis mal noch ausmachen, dann sieht man, dass praktisch das Bild in die Maske, nämlich die Schrift, hineingestanzt wird. Das hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, dass die Schrift nach wie vor bearbeitbar bleibt. So einfach ist es. Ich könnte jetzt hier, was weiß ich, einfach die Schrift hier wegeditieren oder ich kann sie wieder hinschreiben. Ich kann sie größer machen, kleiner machen, wie auch immer. Es hat einen einzigen Nachteil, meiner Meinung nach zumindest, nämlich wenn ich jetzt sozusagen im Hintergrund schon mit vielen Ebenen arbeite, also nicht nur mit dieser einen Hintergrundebene, sondern eben noch andere Dinge da liegen habe, dann müsste ich die erstmal alle auf eine Ebene reduzieren, damit ich sie oben drüber nochmal legen kann, um sie in die Maske hineinzustanzen sozusagen. Aber ich denke, da kann man mit umgehen. Das kriegt man irgendwie gehandelt. Hauptsache ist, man kann eine Schrift oder auch irgendeine ganz beliebige andere Form, das muss also nicht unbedingt Schrift sein, als Schnittmaske verwenden mit dem Trick Alt-Taste festhalten, zwischen die beiden Ebenen fahren, das Ganze an- und wieder ausschalten. Und schon hat man diesen Effekt. Einfach nur, um ein kleines Beispiel noch zu zeigen, was man damit noch machen kann. Ich habe hier zum Beispiel eine Holzwand, habe dann da eine Schrift draufgelegt, schlicht und einfach Wand, und möchte, dass man sozusagen diese Schrift so verwendet, als würde man durch die Holzwand durchgucken können und im Hintergrund Himmel sehen. Ganz einfach, wir haben hier eine Himmelebene über die Schrift gelegt, die mache ich jetzt auch mal wieder sichtbar. Gehe mit der gedrückten Alt-Taste zwischen die beiden Ebenen, zack, und schon ist das Ganze durchsichtig, vermeintlich durchsichtig. Und kann jetzt auch auf diese Schriftebene zum Beispiel noch einen Ebeneneffekt drauflegen, wie zum Beispiel Bevel und Emboss. Das Ganze machen wir dann als Outer Bevel, fahren natürlich hier die Größe deutlich zurück, so dass das so ein bisschen aussieht, als wäre das da reingefräst worden in dieser Holzebene mit dem entsprechenden Schattenwurf. Und jetzt kann ich wieder, so wie ich das gerade eben schon gezeigt hatte, mit dem Verschieben-Werkzeug, kann ich die Schrift hier einfach verschieben. Man sieht, der Wolkenhimmel hinten, der bleibt statisch. Und das sieht aus, als würde ich einfach nur dieses Loch hier in der Wand versetzen. Ja, Schnittmasken ist das Thema. Oder Beschnittgruppen nannte sich das früher. Ich hoffe, es hat was gebracht. Viel Spaß beim Spielen damit. Macht wirklich Laune. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.